Jo, Freunde des Messersammelns. Ja, Messervideos, geht weiter. Also, wir haben jetzt eine riesen Menge drin in unserer Sammlung. Fangen wir gleich mal an. Zuerst mal ein bisschen was Besonderes. Das gab es vor vielen Jahren ganz normal im Katalog zu kaufen. Was ist das? Ja, das ist ein Plastemesser. Man kann es werfen, fliegt auch. Natürlich müsste man dann auf Weichziele werfen, wie eine Polystyrolplatte oder ähnliches. Deswegen ist bei mir die Spitze auch schon etwas deformiert, ist nicht mehr ganz so spitz, weil ich habe damit werfen geübt. Ja, das ist natürlich so eine Art Messer. Naja, wie soll ich sagen? Das Ding ist ja durch eine Flughafenkontrolle etc. nicht aufzuspüren, ist ja aus Plastik, ne? Also das ist so eine Backup-Waffe, ne? Aber wieder gab es ganz legal zu kaufen. So, was haben wir noch Schönes? Ja, diesmal ein richtiges Kampfmesser. Das war aber ziemlich hochwertig und teuer. Die Lederschnüre sind bei mir bloß dran, die kann man hier so durch Nieten durchziehen, durch Hohlnieten. Das habe ich bei mir gemacht, durch den kannst du praktisch auch ans Bein schnallen. Ne? So, ansonsten holen wir es mal raus. Sehr hochwertige Cordura-Scheide. Das soll wohl Wüstentarnen darstellen. So, das ist ein Dolch. Darf man demzufolge sowieso nicht mit rausnehmen. Ne? Auf beiden Seiten die Schliffen. Ja, wie gesagt, den gibt es auch heutzutage noch zu bestellen. Magnum steht ganz groß drauf. Edelstahl, das ist wirklich richtig hochwertig. Ich glaube 4 bis 5 mm Klingenstärke. Hier hinten, sage ich jetzt mal, dieser Schnürsenkel, der hier dran ist, der war original dran. Das ist ein sogenannter Faustknebel. Also, die Hand kommt hier durch und jetzt kann ja mal jemand versuchen, einem das Messer aus der Hand zu schlagen. Schwupp. Ah, sieht man natürlich nicht. Es wird ja also nicht aus der Hand fallen. Man hat es gleich wieder griffbereit. Beim Messerkampf, ne? Ja, was gibt es dazu noch zu erklären? Schöne Holzgriffschalen. Wie gesagt, das Ding gibt es unverändert auch noch zu kaufen, aber das war damals ziemlich teuer. Ich weiß es nicht mehr genau, aber das habe ich jedenfalls noch in Erinnerung. Ansonsten kann man das mit der Scheide ganz normal auch am Gürtel tragen, ne? Wie man das halt so kennt. Die ist wirklich hochwertig gemacht. Hier ist so eine Art, wie soll ich das mal nennen, Aufschneideschutz eingearbeitet, damit die Klinge sich nicht hier hindurch arbeitet. Bis ganz ans Ende geht es ja auch nicht. Manchmal sieht man das, dann guckt hier unten irgendwann die Klinge durch. Geht nicht, sie wird hier oben gebremst, ne? Durch diesen Einsatz. Na, ist jedenfalls sehr hochwertig verarbeitet. Bei Magnum kann man schon was bestellen, ne? Das hält dann auch. So, das war. Dann haben wir hier wirklich ein sehr gutes, schwöre die Lederscheide wieder mal. Damals 10er Stahl. Die Ding, da können wir mal einen kleinen Schnitttest machen. Ich würde sagen, das ist wirklich hochwertig gewesen. Probieren wir es mal. Kameramann? Alles okay, gut. Gucken wir mal. Oh ja, ne? Also das dürfte man sehen, dass das scharf ist. Zack. Da kann man auch kleine Streifchen abtrennen. Oh, Fehler. Aber ich glaube, es ist Fehler. Der Ding ist wie ein Rasiermesser. Da kannst du die härteste Salami mit durchschneiden von der Mindestlohnarmbrot. Egal wie lange die abgelagert ist, da kannst du hauchfeine Scheibchen abtrennen. Das ist wirklich sehr hochwertig. Das hier oben dürfte bloß Micarta sein als Griffschalen. Ansonsten schön der Aul geht durch bis hinten. Es ist wirklich hochwertig in meinen Augen. No? Wieder rein. Was haben wir noch Schönes? Ah ja, das. Das ist wirklich auch ziemlich hochwertig. Schon ein paar Jahre alt. Ja, ist wirklich eine sehr feste Lederscheide. Die ist wirklich gut. Das Messer klemmt drin. Das ist von Karl Julius Herberts. Die Uhr stört mal wieder. ISO 420 und fortlaufende Nummerierung. Für Sammler immer wieder interessant. Das Ding war wirklich hochwertig. Gürten kannst du auch, was weiß ich, ein Fangriemenöse ist da, kannst du eine Schnur einfädeln, am Gürtel befestigen. Das wird in der Wildnis also nicht verloren gehen. Ja, wirklich, oh, der ist wirklich scharf. Man merkt es richtig, wenn man rüberfährt. Oh, ja. Also hochwertig, kann man bestellen. Das hier hinten war, glaube ich, Olivenholz gewesen. Das hier vorne weiß ich gar nicht mehr. So Wurzelholznachbildung, also ist ja Wurzelholz in dem Sinne. Also wunderbar verarbeitet, hohe Qualität. Testschnitt, gucken wir mal. Vielleicht zittere ich auch schon wieder. Naja,
Ich finde den einfach nicht. Lass mal's. Aber man merkt hier richtig, wenn man mit dem Daumen rüber fährt, eine ganz feine Sache. Also das kann man wirklich bestellen, wenn es das noch gibt. Liegt gut in der Hand, schöner Holzgriff. Und beim Schnitzen hat das echt Spaß gemacht. No? Ja, das waren wieder mal 4 Stück. Tschüss, Freunde.